Wir haben nämlich einen echten Fachmann in Sachen Datensicherheit eingeladen. Vorher wollen wir uns mal anschauen, welche Daten wir so alles im Alltag absetzen, die dann von anderen ausgespäht, gespeichert und in der Tat auch benutzt werden. Letzte E-Mail geschrieben, Computer aus, Feierabend. Aber offline sind wir deshalb noch lange nicht. Sehen Sie nun meine Datenspur an einem normalen Nachmittag. Beim Warten auf die Bahn eine kurze Nachricht über den Instant-Messaging-Dienst WhatsApp schreiben. 30 Millionen Deutsche nutzen das. WhatsApp bestimmte in den vergangenen Monaten immer wieder die Schlagzeilen. Hacker hatten den Dienst geknackt. Die Firma selbst kann neben meinen Nachrichten zum Beispiel auch die Handynummern, die in meinem Adressbuch gespeichert sind, abgreifen. Die Datenspur beginnt. In der Bahn gibt's Musik auf die Ohren. Mehr als 7 Millionen Deutsche nutzen dabei Streaming-Dienste, Online-Musikdatenbanken, die genau erfassen, was ich gern höre. Ja, wenn du denkst, du kannst mal reden, über was ich dir so anvertraue, dann kannst du was erleben, kleine Pilze, du bist das Schönste. Wo war noch mal dieses eine Café? Google Maps, eine der weltweit meistgenutzten Apps, hilft. Google speichert dabei meine Suchanfragen und verknüpft die gesammelten Daten mit denen aus anderen Google-Diensten, zum Beispiel YouTube. Auch deshalb steht die App besonders im Fokus der NSA. Die Datenspur wird länger. 16,8 Millionen Deutsche lesen E-Books, einer davon bin ich. Über die Kindle-App von Marktführer Amazon bequem auf Millionen Bücher zugreifen. Echt praktisch, wenn da die AGBs nicht wären. Da heißt es unter anderem: Anmerkungen, Lesezeichen, Notizen, Markierungen oder ähnliche Kennzeichnungen, die Sie mit Ihrem Gerät oder Ihrer Lese-App vornehmen, können auf Servern außerhalb des Landes, in dem Sie leben, gespeichert werden. Also Vorsicht, was Sie notieren. Sie hinterlassen Spuren. Auf dem Weg nach Hause noch kurz bei Facebook vorbeigeschaut. 26 Millionen Deutsche sind da registriert. Kurz einen Kommentar für die Freunde dagelassen und die Datenspur ist noch ein bisschen länger geworden. Es scheint nur niemanden wirklich zu stören. Ich wüsste nicht, was ich damit machen soll mit meinen Daten. Da ist ja nichts Wichtiges bei. Was soll passieren? Wir haben nichts zu verheimlichen. Wenn man nichts zu verbergen hat, dann kann es einen auch nichts ausmachen, wenn man vielleicht einmal abgehört wird. Unzählige Daten aus unserem Alltag auf Servern in fremden Ländern unter der Kontrolle multinationaler Unternehmen. Wie problematisch das tatsächlich ist, dazu jetzt mehr in volle Kanne. Am Safer Internet Day mit Alexander Sander. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Du bist Geschäftsführer der Digitalen Gesellschaft, eine Initiative für verbraucherfreundliche Netzpolitik. Jetzt haben da im Film schon Menschen gesagt, ja, wer nichts zu verbergen hat, der hat doch eigentlich gar nichts zu befürchten, egal wer was liest. Wie siehst du das? Ja, ich sehe das natürlich nicht so. Wir sehen das natürlich nicht so. Klar ist, oder was offensichtlich wird, ist, dass wir mit einer ausufernden, mit einer totalen Überwachung konfrontiert sind. Und das bringt gleich mehrere Probleme mit sich. Also zum einen ist es so, dass den Menschen einfach der Rückzugsraum genommen wird. Man muss sich das vielleicht so vorstellen, als wenn wir den ganzen Tag im Glashaus wohnen und selbst wenn wir vor die Tür gehen, kommt jemand die ganze Zeit hinterher, läuft uns hinterher, schreibt auf, was wir tun, mit wem wir reden, mit wem wir kommunizieren, was wir machen, was wir sagen. Und das ist natürlich sehr problematisch. Ja, aber jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, es sind ja immer andere. Der eine rennt mir hinterher, der andere guckt ins Glashaus. Heißt, meine Daten, die ich immer wieder mal preisgebe, die liegen ja bei unterschiedlichen Anbietern. Ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel den Dienst wie Google nehmen. Google hat YouTube, Google hat E-Mails, Google hat Maps. Also da kommen ja sehr viele Daten zusammen, die zum Beispiel Google zusammenbringen kann, zusammenführen kann und zusammen auch auswerten kann. Es gibt auch andere Dienste, Facebook zum Beispiel, kann auch Nachrichten lesen. Und es gibt natürlich dann auch Datenhändler, ja, also die diese ganzen Daten aus verschiedenen Datenbanken zusammentragen und diese dann auch verkaufen. Ja. Also da werden dann, wie müssen wir uns das vorstellen, gerade die Laien, die zu Hause sitzen und denken, es ist nichts Schlimmes, wie werden aus diesen Einzeldaten plötzlich ganze Profile von Menschen, Familien, Bevölkerungsgruppen? Also durch Algorithmen. Ja. Also im Grunde wird der Computer damit beauftragt, diese Daten zusammenzuführen, diese Daten in einen großen Datensatz zusammenzubringen und diese dann auszuwerten, also nach bestimmten Stichworten, nach bestimmten Kategorien. Hier werden also Menschen in Schubkästen zusammengeführt, zusammengepackt und mit diesen Daten wird dann zum Beispiel Werbung gemacht oder mit diesen Daten werden auch für Terrorismusbekämpfung oder für Ermittlungsbehörden genutzt.
und Firmen, die damit Geschäfte machen, wie machen die mit meinen Daten Geschäft? Also das können sich viele vielleicht gar nicht vorstellen, dass die Daten überhaupt was wert sind. Ja doch, also die nutzen diese Daten schlichtweg für Werbung, also möglichst personalisierte Werbung, also dass halt Werbung möglichst passgenau beim Kunden ankommt und schlussendlich werden diese Daten auch verkauft. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir kennen zum Beispiel auch Möglichkeiten, dass Krankenversicherungen in Facebook-Profile hineinschauen und dort gucken, macht jemand zum Beispiel gefährliche Hobbys oder sowas, um dann halt ihre Beitragssätze anzupassen. Oder wir wissen zum Beispiel auch, dass diese Daten schlichtweg einfach immer verkauft werden. Also von einem Unternehmen zum nächsten. 1,5 Cent zum Beispiel kosten Rezeptdaten. Von 40 Millionen Deutschen kann man Rezeptdaten kaufen. Also für Kochrezepten? Nein, Rezepte, oder? Also Krankenrezepte. Ach, Krankenrezepte? Ja, also zum Beispiel Insulin oder sowas ähnliches, ja. Also solange man keinen Bombenbauplan auf die Art und Weise kaufen kann. Aber ich meine, die Geschichte ist ja die, dass ich eigentlich, kennt man ja von diesen Abo-Abzocken, ne? Spätestens seit den 70er, 80er Jahren. Da muss man unten immer ein Kreuz machen, diese Daten dürfen nicht weiterverwendet werden. Gibt es so eine Möglichkeit nicht auch im Netz? Ja, diese Möglichkeit gibt es schon, nur es ist halt so, dass es halt zum Beispiel amerikanische Unternehmen gibt, für die diese Gesetze nicht gelten. Das haben wir jetzt bei der NSA gesehen, wo die alle sagen, nach unseren Gesetzen alles in Ordnung. Genau. Ja. Also das ist halt problematisch insofern, dass es halt auch in Europa einen Flickenteppich von verschiedenen Datenschutzrechten gibt. Den müssen wir zusammenführen. Wir müssen einen einheitlichen Rechtsrahmen schaffen, einen einheitlichen Rechtsraum, sodass halt hier auch Verbraucher geschützt werden entsprechend. Jetzt kommt man an einem Namen nicht vorbei im Zuge der ganzen Datensicherheit. Der Name ist Edward Snowden, jener Amerikaner, der für die NSA gearbeitet hat und auch sagt, er hat Dokumente, die vieles belegen. Wenn Sie die Dokumente an sich noch nie gesehen haben, wir hätten noch mal die passenden Bilder da. Die belegen also ganz klar, dass der Geheimdienst hier auch sogar App-Daten abgreift. Was speichert der Geheimdienst da alles? Also es sind nicht nur App-Daten, die der Geheimdienst speichert. Also was offensichtlich wird, ist, dass Geheimdienste sämtliche Daten, die sie zur Verfügung bekommen können, auch speichern, diese sammeln und diese auch auswerten. Wir wissen zum Beispiel auch, dass Geheimdienste ganze Internetkabel absaugen. Ja, also dass Geheimdienste völlig ausufernde Mittel nutzen, um an Informationen zu kommen. Und das sind nicht nur Apps, sondern das sind im Grunde sämtliche Kommunikations-, sämtliche Verbindungsdaten, die hier gespeichert werden und auch ausgewertet werden. Ja, jetzt sagt der Otto-Normalverbraucher, ich baue keine Bomben, ich will keinen Flughafen in die Luft jagen, nehmt, was ihr braucht und gut ist. Ja, das ist insofern problematisch, als dass wir ja gar nicht wissen, was die Geheimdienste mit diesen Daten machen. Also verkaufen die am Ende die auch vielleicht an die Krankenkasse? Ja, also davon sollte man nicht ausgehen. Aber wir wissen zum Beispiel, dass, was Ermittlungsbehörden mit diesen Daten machen. Also wir kennen es zum Beispiel aus Amerika von diesen No-Flight-Orders, wo einem Leute daran gehindert werden, ein Flugzeug zu betreten, weil sie in Verbindung mit Terrorismus oder einer schweren Straftat stehen. Und hier landen zum Beispiel immer wieder dreijährige Kinder oder überhaupt Kinder auf solchen oder auch berühmte Persönlichkeiten auf solchen Listen. Ja, weil halt die Auswertung schlichtweg falsch ist oder weil die Auswertung schief geht. Es ist ja auch so, dass wir selbst bei Google jetzt zum Beispiel nicht wissen, ob die Daten denn richtig sind, die wir da eingeben oder die da gesammelt werden. Ja? Also die Daten sind schlichtweg nicht verifizierbar und hier können immer wieder Leute zu Unrecht in das Visier von Ermittlungsbehörden geraten. Und da gibt es sehr, sehr viele Fälle, wo das immer wieder passiert. Auch zum Beispiel Wladimir Putin stand in Finnland mal auf einer Terrorliste, weil er sich immer mit einem Rockerclub fotografiert hat. Also selbst, kann man sich jetzt darüber unterhalten. Kann man sich jetzt überschreiten, ja. Ja, wie kann ich denn meine Daten verschlüsseln, dass die dann nicht mehr abgegriffen werden? Oder auch meine Apps sicher machen, dass da nicht dauernd der Geheimdienst mitliegt? Ja. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Apps verschlüsseln an sich geht jetzt nicht. Aber es gibt natürlich auch alternative Apps, die man sich herunterladen kann. Es gibt verschiedene Kartendienste, die zum Beispiel datenschutzfreundlich sind. Es gibt verschiedene Chatdienste, die datenschutzfreundlicher sind. Es gibt bestimmte Apps, die man sich herunterladen kann, die andere Apps kontrollieren, die man schon hat, die einfach schauen, sind die datenschutzfreundlich. Und die also dann meine private NSA sozusagen. Genau. Ja. Auf dem Handy, die dann einfach schauen und sagen, nein, also ich möchte jetzt nicht diese Daten übermitteln oder ich möchte nicht diese Daten übermitteln, sondern nur die Daten, die wirklich für den Dienst notwendig sind, damit er funktioniert, übermittelt werden. Ja. Alle wichtigen Infos natürlich auch bei uns im Netz unter vollekanne.zdf.de, da kann auch keiner mitlesen. Wohl mitlesen kann jemand auf Facebook. Also wenn Sie uns da noch eine Frage posten wollen zum Thema Datensicherheit, machen Sie das sehr, sehr gerne oder rufen Sie uns an 0211 4576 776. Gegen Ende der Sendung sehen wir uns dann nochmal wieder und dann werden wir nochmal die wichtigsten Fragen, die die Menschen draußen beschäftigen, besprechen. Vielen Dank bis hierhin. Internetsicherheit auch am Volle Kanne Expertentelefon, großes Thema. Die wichtigsten Fragen wollen wir jetzt noch zusammen besprechen. Jörg wollte wissen, was ist überhaupt so schlimm an personalisierter Werbung? Bringt mir doch als Verbraucher auch was, wenn ich nur das kriege, was mich interessiert. Ja, das ist schon ganz nett. Wie gesagt, das Problem ist, dass daraus auch Probleme entstehen können. Die hatte ich vorhin angesprochen. Und das Wichtige ist ja eigentlich, dass man sich selber dafür entscheiden können muss, will man diese Werbung bekommen, ja oder nein.
Ja, aber dieses Problem ist ja zum Beispiel von Rita aus Berlin. Die hat einen Spendenaufruf geschickt bekommen mit vorausgefülltem Zahlschein inklusive Kontonummer etc. pp. Wo haben die das hergehabt? Ja, genau, von solchen Diensten, wo solche Daten angelegt werden. Und das ist eben das Problem. Das ist ja noch relativ gut, dass sie nur diesen Bescheid bekommen hat. Manche buchen gleich buchen ab, direkt ab. Ja, also das kann alles passieren. Also da können ganz, ganz schlimme Sachen passieren. Ja. Und ganz, ganz viele haben natürlich am Telefon gesagt, ja, Moment mal, warum denken alle nur die Amerikaner fischen Daten ab? Das machen doch im Prinzip alle, oder? Ja, es sind sehr viele. Die Briten, die Franzosen, auch die Deutschen sind daran aktiv beteiligt. Also es sind nicht nur die Amerikaner, auch die Europäer sind da sehr aktiv. Wird da noch was passieren, meinst du? Oder also wird sich da noch mal was ändern? Ich hoffe, dass sich da noch was ändern wird, ja. Also wir sind da sehr aktiv und wir versuchen da auch Entsprechendes zu ändern. Und ich bin da eigentlich auch optimistisch, dass da doch noch was passieren wird. Ja, aber diese Geschichte, wie Brigitte Weigt hat angerufen und gesagt, ja, sich anonym im Netz zu bewegen, wie schaffe ich das denn jetzt? Wir haben das ja vorhin schon mal angesprochen, wir haben es bei Volle Kanne so oft behandelt, man muss sich einfach Programme besorgen, die einen anonymisieren. Aber das ist ja doch schwierig. Kannst du mal ein paar Programme sagen, die wir uns da besorgen? Eigentlich ist das gar nicht so schwierig. Also man lädt ja ganz normal einen Browser runter, mit dem man sich auch normal im Internet bewegt. Und da gibt es zum Beispiel den Tor-Browser, mit dem man direkt anonym sich im Netz bewegen kann. Also das ist eigentlich genau derselbe Schritt. Einfach eingeben Tor, sauge ich es mir runter, installiere es auf meinem Rechner. Und los geht's, anonym im Netz. Hast du Tor? Nee. Ja, nicht. Aber vielleicht sollte ich da auch noch mal vielleicht ein bisschen... Ja. Ja, und dann, Jörg fragt, an welcher Stelle werden diese Daten noch mal genau abgegriffen? Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt natürlich die verschiedensten Stellen, ne, im Netz. Genau. Also einmal direkt von den Unternehmen wird es abgesaugt, dann wird es aber auch zum Beispiel von diesen Apps, was wir vorhin gehört haben, abgesaugt. Oder direkt eben von den Internetkabeln. Also da geht man einfach an die Kabel ran und zieht einfach den kompletten Internetverkehr aus den Kabeln raus. Also ganz praktisch, da ist jemand runtergetaucht ins Meer, wo das große Kabel zwischen Europa und den Vereinigten Staaten liegt. Hat er angesägt und hat da richtig was angelötet, oder? Also ganz so ist nicht so was früher mal, sowas hat auch passiert, aber grundsätzlich so ähnlich kann man sich das vorstellen. Also es gibt ja so Internetknoten, zum Beispiel in Frankfurt gibt es so einen Internetknoten, der den gesamten Datenverkehr zum Beispiel für Europa kanalisiert und dort setzt man sich einfach ran und saugt die Daten gleichzeitig mit ab. Kann man denn überhaupt dann sicher über Facebook posten oder so? Nicht wirklich. Nee. Ja, man will ja auch, dass ein paar Leute lesen, ja, also oder? Also anonym auf Facebook, anonym sonst keiner mitbekommt. Das ist sowieso gemein. Deswegen tummeln sich da auch so viel. Also manche, die geben ja gar keinen richtigen Namen an und haben dann immer Köpfe, das dann Blumen zu sehen oder so. Oder eine Rose. Ja. Oder geben sich Nicknames. Ja, und beschimpfen dann andere im Netz. Das haben wir ja vorhin ausführlich besprochen. Cybermobbing auch ein großes Thema. Sebastian, kurz noch ein paar Fragen zu dir, beziehungsweise ein Kompliment. Du siehst nicht 10 Kilo schwerer aus, sagt Kerstin. Sie hat heute nur wegen dir geguckt. Du hast gepostet, dass Fernsehen mal 10 Kilo dicker gemacht. Ja, Fernsehen macht dicker und kleiner. Fragen sich mal, wie Rainer Brüderle in echt aussieht. Also ansonsten jede Menge Komplimente. Wir wünschen viel Spaß. Ein paar Leute waren auf der Tour und sagen ganz grandios mit Kapelle. Schön, wunderbar. Du tourst quer durch Deutschland. Genau. Komm wieder vorbei. Gerne. Und auch Alexander, vielen Dank nochmal für die Infos. Man muss sich einfach mit dem Thema ein bisschen beschäftigen. Wir bleiben dran. Wir sind am Freitag wieder da. Genau. Bis dahin gibt es Olympia im ZDF. Schönen Tag noch. Servus. Danke sehr.